Es ist wahrlich ein ganz, ganz großes Problem, das es in Deutschland gibt. Die ECWS-Studie hat ja ergeben, dass 16% aller Menschen, die in Deutschland einer Arbeit nachgehen, Mobbing, physische, psychische Gewalt oder Androhung von Gewalt am Arbeitsplatz erfahren haben. Das ist eine fürchterlich hohe Zahl und sie muss dringend niedriger werden. Dazu gibt es eigentlich die Rechtsinstrumente bei uns im deutschen Recht, aber sie werden oft auch nicht angemessen angewandt. Und wir brauchen in diesem Sinne eigentlich keine internationale Konvention, die uns daran erinnert oder auch noch für Begriffsverwirrungen sorgt. Belästigung und Gewalt sind ja nicht wirklich klar definiert in dieser Konvention, bei uns eben wiederum anders. Das sorgt für Verwirrung. Und insbesondere brauchen wir auch nicht die ideologische Komponente dieser Übereinkunft. Die sieht natürlich wieder das große marxistische Schwert der ungleichen geschlechtsbasierten Machtverhältnisse, die für diese Gewalt am Arbeitsplatz verantwortlich seien, meine Damen und Herren. Aber wenn Sie sich die Statistiken wirklich angucken, dann sehen Sie, bei den 16% ist es eben so, 16% der Männer, 15% nur der Frauen sind von Gewalt am Arbeitsplatz betroffen. Mehr Männer als Frauen mit geschlechtsbasierten Komponenten werden sie also nicht wirklich weiterkommen bei dem Problem.